Unsere Spielfigur Ash trifft auf einen Geist namens Tanto, welcher es sich nachts bei ihr gemütlich gemacht hat. Er klaut ihren Anhänger, welchen sie von ihrer Mutter erhielt, und sucht zügig das Weiter. Das lässt sie sich natürlich nicht gefallen und folgt ihm. Und so landet sie in der Geisterwelt. Ihr Ziel ist es nun also, ihren Anhänger zurückzubekommen und aus dieser Welt unbeschadet zu entkommen. Ashina the Red Witch setzt stark auf Story. Ihr werdet also sehr viel Zeit damit verbringen, mit den vielen verschiedenen NPCs zu sprechen und Rätsel zu lösen. Letztere sind im Allgemeinen nicht sehr schwer und sollten daher keine größeren Probleme bereiten. Weiterhin liegt ein starker Fokus auf dem Erkunden der schönen Pixelwelt. Für alle, die gerne mit Hilfe von Dialogen und hübscher Pixelgrafik in eine magische Welt eintauchen, sollte das Spiel ein Blick wert sein. Abgesehen von kleinen Quality-of-Life-Dingen, wie einem Blog für Gespräche zum Beispiel, wirkt das Spiel gut ausgearbeitet und erinnert teils an alte Super Nintendo-Spiele. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne Like und Sub da. Bis zum nächsten Mal!